Wieder Faxi, Faxi. Solange er mich in Ruhe lässt, ist alles gut. Ja, der Köder ist wieder weg, also. Was habe ich denn eben gerade gesagt? Wie gesagt, du bist bei mir zu leise. Dann mach mich lauter. Mach ihn vielleicht sogar mal ein bisschen lauter. 1%. Oha. So. Laut geht gar nicht, 200. Hast du denn den Sprengplan, Nico? Ich bin dabei. Chill. Chill a minute. Was sagt der eigentlich? Was? Karaoke. Ist nicht so meins. Ist zwar lustig immer mit anzuhören, aber meins ist das nicht so wirklich. So, du arrogantes Stück. Komm her, wo bist du? Hallo, beweg deinen Arsch nach oben. Ich muss die Möwe einsammeln. Oh, du Alter. Jetzt ist das schon wieder weg. Nee, ne? Hey, ich bin doch hier. Jetzt ist die Scheiße schon wieder. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel. Jetzt ist das Scheiße schon wieder despawned. Deswegen, da gibt's Kisten, wo man's reinlegen kann. Das liegt hier einfach, Nico. Ich hab's aufgesammelt, das lag da einfach. Und Nico, es überall stehen Kisten, da kannst du das Zeug auch reinmachen, du musst es nicht rausschmeißen. Wenn der dann auch gerade da steht, kann ich es ihm doch eben gerade geben. So, damit ich mich jetzt mal dem Lenkrad. So, Scharniere haben wir zwei. Dann brauche ich einmal Seile, davon sollte man eigentlich auch genug haben. Ja, ich hatte genug hergestellt nochmal. Wo kommt Holz rein? In welche Richtung? Da, wo die Federn sind. Okay. So, da brauche ich noch 4 Metallbahnen und 7 Schrott. Das ist jetzt so noch 2 Metallbahnen. Oh, Alter, hat der Heim mich alle erschrocken. Oh, ey. Alk, wie viel Schrott hast du im Inventar? Warte, ich muss kurz auftauchen. Genau, 24. Ich bin die ganze Zeit am Tauchen. Ja, ich stehe jetzt auch unter Wasser. Das ist gut, lenk den Hai ab. Nee, ich stehe hinten unter Wasser. Da bin ich ja schon die ganze Zeit. Da fahre ich halt schon alles ganz gut ab.
Naja, aber ziemlich ungründlich. Nee, ich hab nicht von vorne bis nach hinten angefangen. Ich hab da hinten angefangen, wo ich gerade war. Ach so. Und die Steine brauchen wir ja sowieso erst einmal nicht. Die lasse ich sowieso erstmal komplett liegen. Ja, Steine brauche ich gefallen. Oh. Und ich brauche eine Batterie, Nico. Mhm, die kannst du selbst bauen. Hier ist es schwer. Ich könnte mir alles, wenn es um die Schwierigkeit geht, nur ich habe hier einen Fulltime-Job zu bewältigen. Und irgendwie craftest du zurzeit sowieso alles, darum gebe ich es einfach an dich weiter. Ja, gut, okay. Ihre Wartedauer beträgt 2 Stunden. Ja, wieso, wenn ich was sage, hat es Priorität. Außer Ike sagt was, dann hat es noch mehr Priorität. Leider. Hier ist so wenig Eisen. Hier war Alk schon bei der Kiste, oder? Ja, hier war Alk schon. Ich brauch sowieso wieder Ton. Hier sind noch 12, aber ich brauch immer wieder welche. 16 Stück im Inventar. Okay, danke. Ich liebe übrigens die neue Funktion bei OBS mit den Aufnahmen pausieren. Du, ganz ehrlich, ich habe mein OBS seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. So. Oh lol, meine Schwimmflügel und sowas sind alle weg. Ach du Scheiße, verliere ich schnell Dings. Sauerstoff, ja. Hier ist halt einfach nichts auf dieser Insel. Nichts würde ich nicht sagen. Ja, abgesehen von Holz und ein bisschen Dingens. Ike, hast du Metall gefunden oder sowas? Ja, ein bisschen was. Was ist ein bisschen was? Warte. Hier ist eine Kiste. Ja, du dreckiges Mistteilstück. Komm! Ich hab dir in deine Fresse gepiekst. Richtig schön in deinem Stinkemaul. Und komm her. Und zack. Nochmal in deinen Stinkemaul. Ja, komm jetzt nochmal. Und zack. Nochmal in deinen Stinkemaul. Ja, mach ich die ganze Zeit mit dir. Und zack. Ah ne, jetzt hast du mich getroffen. Und zack, nochmal in einen stinkigen Maul. Und zack, nochmal in einen stinkigen Maul. Und zack, das hast du mich wieder getroffen. Okay, einmal. Ja, was macht die bitte? Ich? Oder was macht Nico da? Piekst den Hai in seinen stinkigen Maul. Und zack. Ah, scheiße, okay, gut. Hi, wir haben genug gespielt. Weil ich noch ein Biss und ich bin tot. Ich hole dich nicht. Okay, toll, ich hab Durst. Ich geh wieder auf das Floß. Nein, hi. Nein! Och nö! Kannst du mich gerade bitte schnell holen? Sorry, der Hai war schuld. Was? Ach, generell, oben in der Essenskiste ist jetzt eine andere Art Essen, unten links in der Ecke. Davon immer nur eins nehmen.
Und das auch nur im Notfall essen, weil das halt dieses Bestimmte, was ihr euch immer mal wieder in Attacken gegeben habt, ist. Damit hat man extra Hunger, ich weiß. So, also, ich habe. Also, kurz, einfach nur kurz gesagt, da sind jetzt zum Beispiel 5 drin. Wie ich Nico gerne kenne, nimmt er sich dann alle 5 in Vorrat raus und das soll es halt eben nicht sein. Habe ich mir noch nie gemacht. Du brauchst bei Tatsachen nicht lügen. Vielleicht einmal. Ist ja auch sonst, weil wenn du die 20 Hähnchenkeulen nimmst, ja auch überhaupt kein Problem, nur halt bei solchem aufwendigen Fertigessen eben nicht. Das hört sich gerade total widersprüchlich an. Aufwendigen Fertigessen, also Fertigessen hau ich mir in die Mikrowelle, dann ist es fertig. Ja, aber vorher wurde es aufwendig gekocht, Ike. Nee, finde ich. Nur weil halt, du es nicht kochst. Also ich finde, Ravioli ist nicht aufwendig gekocht. Oh, jetzt habe ich Bock auf Raviolis. Ich habe keine da. mein Bruder hat noch Raviolis. Glaube ich. Allein ja, Raviolis, das heißt Ravioli. Der Plural ist auch I. Allgemeinbildung. Es ist halt Allgemeinbildung, es ist Bildung. Ja. Ne? Höhere Allgemeinbildung. Kannst du mal gerade kurz zum Floß kommen und mir das Eisen geben? Du meinst den Schrott? Nee, ich mein Eisen. Hä, du wolltest vorhin wissen, wie viel Metallschrott ich hab? Ja, und wie viel? Er braucht einfach alles, so. Und Metall? Ja, da musst du jetzt warten, bin ich. Tut mir leid, ich hab grad hier so eine schöne Farmecke. Wo bist denn du? Unter Wasser. Wow, super Beschreibung. Aber wo unter Wasser? Hier ist ganz viel grünes Zeug und Metallschrott. Das Problem ist, ich kann keinen Metallschrott mehr aufnehmen. Scheiße. Bist du in der Nähe des Flosses? Ja. Dann weiß ich, wo du bist. Und hi! Hi, hi! Hey, Mitty, hey! 1, 2, 3, 4 Metallschrott sind noch hier. Ey, irgendwann muss der Hai doch mal sterben, oder nicht? So oft wie ich den Hai eigentlich Aua mache im Mund. Der Hai hat von den Tieren am meisten Leben. Das. Ja. Nico, hast du rote Bären wieder? Nein. Was sind die denn? Naja, nicht in meinem Inventar. Also du hast gemeint, du hättest welche. Hast du die gegessen, Nico? Nein. Oh, Nico. Aber das waren nur 2. Das ist ja egal. Nur 2. Aber auf der Insel sind noch welche. Dann hast du jetzt die Sonderaufgabe, die zu holen. Nö, Darko, ich würde sagen, geh du sie mal holen, damit du auch weißt, wie die aussehen. Da liegt ja das Problem, wie soll ich sie filmen, wenn ich nicht weiß, wie sie aussehen. Ja, ich wusste auch nicht, wie die aussehen. Außerdem, Busch, ich hab hier immer. Pass auf, der Busch ist gekennzeichnet, den erkennst du sofort, weil der auch so ein ganz leichtes Leuchten hat. Ich würde den auch finden, aber das Problem ist, ich hab hier sowieso mit Möwen zu kämpfen. Ich kann hier nicht mal. Selbst wenn ich runtergehe, nerven die mich schon wieder oben, die Möwen. Ignorieren die Möwen. Aber hol mich doch gerade kurz hoch. Wo bist du denn? Im Wasser. Und wohin war? Ach, da unten. Wow, schon krass, dass du so 100 Kilo so hochbekommst. Holst du mir die Bären, wenn ich dich hinlege? Vielleicht. Aber das war ein Arsch. Darko. Nicht Darko. Ike. Was denn? Ich bin immer noch unter Wasser. Komm mal gerade kurz hoch, Darko will mich nicht wiederbeleben. Darko, mach jetzt!
Ja, wenn er mir die scheiß Bären holt. Hol dir die auch selber, du brauchst sie doch. Ja, klar brauche ich sie, aber für euer Essen. Und erstens hast du gerade selbst gehört, dass schon wieder oben eine Möwe war. Was glaubst du, warum ich dich fallen gelassen habe? Hä, ja und? Ignorier doch mal die Möwen. Kurz mal. Geht ja nicht, dann ist das Feld im Arsch. Ja, hol mich hoch und ich beseitige das Möwenproblem. Warum gehst du nicht einfach schnell die scheiß Bären hoch? Ich jetzt hoch. Ist eigentlich unterm Boot schon alles abgefarmt? Ich glaub nicht. Da krepiert er ja die ganze Zeit. Tja. Au. Ey, wenn ich das hier schon wieder sehe. Keine Ordnung. Gut, da bin ich, habe ich nichts mit zu tun. Plastik einmal da rein. Wo soll ich denn die Samen reinpacken? Oben in die Samenkiste. Die steht bei mir irgendwo. Nico, dann beschreib wenigstens, wo auf der Insel die sind, denn die ist ja nicht klein. Ja, wie soll ich dir beschreiben? Ich war vor einer halben Stunde da drauf. Ja. Ja, wo auf der Insel sind die? Ja, wie soll ich das beschreiben? Ich war vor einer halben Stunde da drauf. Jetzt würdest du nicht mehr wissen, wie die scheiß Insel aussieht. Ja. Die sind irgendwo oben. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Oh, wir werden das Dingensproblem jetzt erstmal nicht mehr haben. Fürs Erste. So, dann. Oh, geh mal raus. Wo ist das ganze Roheisen hin? Achso, hoppla. Ja, ich wollte Seiten spenden. Ja, du musst da aber nicht alles auf einmal aufnehmen. Du kannst immer nur zwei verwenden. Denk dran. Als ich es eingeschmolzen habe, habe ich mir auch immer gleich alles genommen. Das ist doch aber sinnlos. Ja, wieso? Man hat es dann schon in der, im Inventar, in der Hand. So, endlich ist mein ganzes Inventar wieder leer. Oh, das freut mich. Das braucht doch eh keiner, wenn man sich... mittendrin abgehackt. Ja, bei mir auch. Ich liebe es. Oh. Wie spät haben wir es überhaupt? Auch gleich um 7 Uhr? Ja, erst 7 Uhr. Ach, apropos 7 Uhr. Ach nee, erst 12 Minuten. Also Nico, wir könnten jetzt weiterfahren, oder? Ja, können wir. Eine Beschwerde von Dago, okay. Ach so, wo ist denn? Ich bin auf dem Schiff. Mist. Wo ist denn das, der Generator? Ach, der muss seitlich angebracht werden, kann das sein? Welcher Generator? Der mit dem. Ja, der muss seitlich angebracht werden. Ja, der muss seitlich, weil der.
Der macht ja auch Dingens hier. Ja, wie heißt? Ich weiß, was der macht. Aber dreimal dürfte raten, was wir für den brauchen. Treibstoff. Planken. Guckst du mal bitte in die Holzkiste rein? Da ist, ich denke mal, mehr als genug drinne. 33 Planken. Nico? Ja? Hast du die Batterie schon oder noch nicht? Welche Batterie? Du wolltest mir eine Batterie machen? Ich dachte, die brauchst du selber. Hier, also das erste Rad sitzt, ne? Und du hattest sagen. Zugestimmt, dass du... Du hattest zugestimmt, dass du gemacht hast, nachdem ich dich daran erinnert habe, dass du... zur Zeit dafür zuständig. Was? Das ist mein Internet oder... Ihr leckt alle Bäder gerade. Also ich habe gute Verbindungen. Bei Dago, okay, ich verstehe es. Da ist es... Da ist es Dingensbummens, weil er ja hostet. Ja, und ich ja aber du bist bei mir komplett flüssig, nur Nico leckt ab und an. Ja, ja, weil ich. Du bist bei mir komplett flüssig, nur Nico leckt. Ja, ja, weil ich. Da eignet du auch auf. Ja, Ike hat aber auch ein Messer am PC als ich. So, also. Ich brauche das nächste Rad, bitte. Ja, warte, ich muss warten, bis hier alles durch ist. Und dann, ja. Ja, ne? Ich kann jetzt sogar direkt schon zwei machen, daraufhin. Nee, doch nicht. Nee, ins reicht vollkommen aus. Ich kann dir nur eins machen. Aber in dem Punkt stimmt mir eigentlich jeder zu, dass Nico der Crafter ist zurzeit. Also Nico, würdest du mir bitte eine Batterie machen? Ja, chill, bitte. Ich muss gleich eh einen Planken machen für den Motor. Chill. Bitte chill. A little bit. A little bit. Na 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 na. Kannst ruhig hier hinten alles leerräumen und einsortieren, Darko. Kriegst du dir keinen Zacken ab. Ich hab mehr als genug zu tun, ganz ehrlich. Fängt allein schon mit dem Müll an. Ganz ehrlich, du bist doch gerade da hinten an den Netzen rumgerannt. Ich hab das gesehen. Bin ich nicht, ich hab Wasser eingefüllt. Das war ich. Oder du. Guck! Nein, es war Darko. Nein, nein, ich hab's gesehen, es war Darko. Nein, hier. Nein, es war Darko. Nein, das war Darko. Es war Darko. Auch wenn Darko weiblich ist, war ich es trotzdem. Ich sag immer noch, es war Darko. Okay, Darko, Entschuldigung. Hast du ja zwei Kopf. Hä? Was denn? Ja. Ich such die Fackeln. Fackeln? Und sogar nicht, dass wir in Minecraft sind. Ich weiß auch gar nicht, was welche Fackeln er meint. Ach hier, Laterne. Ich Vollidiot, dafür braucht man auch keine. Ah. Manchmal bin ich wirklich ein bisschen. Nämlich. Ja. Oh, es werde Licht. So, drei Schrott. Jetzt sind noch drei Schrott drin, ja. Darko? Hm? Hier ist die Batterie. Gerade bin. Wo ich. Moment, irgendwo hier ist die Batterie.
Hier. Hier drin ist die Batterie. Hab sie. Hier. Danke. Hey, ich habe aber eine Revitar. Ja? Ne, da ist nix. Ich hab sie. Lol. Naja, ist ja egal. Da so. Hast du mir. Achso, da waren Steine, die du mir hingeworfen hast. Achso, nee, die habe ich weggeworfen. Ups. So. Darko, ich hab den zweiten Motor, nicht Darko. Ike. Ja. Ich glaube, das wird Ike nicht freuen. Ja. So. Ike. Moment. Den kann ich hier nicht platzieren. Cool, warum das? Willst du mich verarschen? Nee. Jetzt geht's ab. Oh Leute, das geht dort wegen den Kisten nicht. Fick dich. Alter, das sind schluckt einfach mal 16 Planken. Ja, ein Motor, besser gesagt ein Generator, ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der das macht. Shit. Die Kisten sind zu nah dran. Hui. Was war das denn? Nico hat, glaube ich, den Generator angemacht. Eieieiei. So, was würde ich immer Ike platzieren lassen, Nico? Was? Ich glaube, du setzt es eh nochmal um. Hä, was denn? Ja, den Generator? Den habe ich da hingesetzt. Ach so. Ich dachte, Nico hätte den gerade platziert. Nee, weil es direkt gegenüber jetzt die nächste. Links von uns ist eine kleine. Ich habe keinen Ruder. Nico, hast du einen Ruder? Ruder, ja, habe ich da. Da liegt das Ende. Darko, ich will ja direkt gegenüber das ein andere setzen, sodass wir auf jeder Seite eins haben. Könnt ihr das überhaupt betreiben? So viel Holz haben wir, glaube ich, gar nicht. Doch, wir haben auch noch Holz. Ich muss halt nur erstmal die Kisten hier neu platzieren, das ist das Problem. Irgendwie sieht das nicht so ganz gesund aus. Hä, wieso macht der mir das hier nicht hin? Hä, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo sind die ganzen Kisten hin? Ja, Moment. Ach so. Ich habe gesagt, ich muss das neu platzieren, aber irgendwie will der das nicht so. Hä? Der ist 3 nach vorne. Und 2 zur Seite. Das eigentlich. Heißt dann eigentlich da. Wieso setzt er mir das hier nicht hin? Da auf schmal Alk. Auf 2. Das war richtig. Hat jemand den Anker im Blick? Es gibt nämlich gleich einen Crash mit der Insel. Warte ich gerne, Anker. Du stehst doch direkt am Anker. Ja, jetzt. Aber ich sehe so. Seh vorne nicht wirklich viel. Hä? Ah, ich weiß warum. Ich weiß warum, glaube ich. Wieso hat. Hä? Wer hat dir. Anker. Ike, ja. Guck mal. Würde das so vielleicht auch gehen? Weil anders würde ich es nicht hinbekommen. Und dann ist schon bei Eisenerz. Ja, dann müssen wir den da hinten nochmal um eins versetzen. Ja, ich weiß aber nicht, ob das Holz da drin bleibt. Da ist doch egal, dann wird neu gemacht. Oder warte, Ike, bevor du es abreißt, Moment. Hat das schon passiert. Aber jetzt, ich will mal eine ordentliche, mit was kriege ich Sword Person hin? V oder C, eins von beiden wahrscheinlich. Nee. Dann keine Ahnung. Ja, komm mal. Ich will jetzt erstmal das Ding hier setzen. Jetzt geht das aber zu weit über die Tür. So, jetzt.
Jetzt sieht's gleich aus. Ja, jetzt gleich. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil da hinten, auf der anderen Seite hinten der Hebel ist zum Anschalten. Ah. Boah, ich muss erstmal. Oh, Darko, ich brauch Essen! Bedien dich! Haben sogar genug richtiges Essen. Nenn ich's jetzt einfach mal. Ja, ich habe ja nur eins davon genommen. So, alle beide sind jetzt voll. Darf ich schon auf die Insel oder? Ja, geh. Das gibt ja eine normale, ja. Ich bin hier gerade sowieso wieder beschäftigt. Muss ich hier wieder ein bisschen umplanen. Scheiße. Und wo ist jetzt das... Ach so, das hat er, Nico. Bring mal bitte Holz mit, Nico. Jo. Ich bin ja schon nur am Baumfällen. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die zwei Dinger für das komplette Boot nicht reichen. Nee, ich habe hinten noch ein bisschen Holz eingesammelt gehabt. Alles gut. So, brauchst du noch Holz? Ja, also Holz ist immer gut. Ja, aber ich meine jetzt in dem Moment jetzt. Nee, in dem Moment gerade nicht. Soll ich euch nochmal einen Köder angeln? Ich brauche gerade keinen, okay. Danke. Ja, eventuell jetzt noch nicht, weil, because, mein Inventar ist doch voll. Nee, Köder angeln, heißt nicht Köder werfen. Achso, ich muss ihn erstmal zusammen angeln. Ja, ja, kannst schon mal damit anfangen. Jetzt wird's knapp. Warum liegt denn hier so viel Zeug rum? Was ist denn hier drinne? Weil mein Inventar. Ja, weil du die Dings hier gelootet hast. Ja, ja, weil ich das Holz haben wollte. Ja, ich hatte die extra für mich gelassen. Und weil die ganzen Kisten hier. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir brauchen doch niemals so viele Palmblätter, die hier drinne sind. Dann kauft sie in Seile um, denn Seile brauche ich. Ein paar jedenfalls. Geh mal raus, Nico, sonst kann ich euch den Köder nicht herstellen. Achso, ja. Ich brauche Holz. Holz? Ja, damit ich hier weitermachen kann. Was wird denn jetzt hier reingeschmissen? Nix, ich habe was rausgenommen. Okay. Oh Gott, Nico. Ich drop dir doch hier Holz. Ja, ich muss das mal mit dem Metall da machen. Oh, da kommt raus da. Ich bin nicht drin. Und wie er das einzeln droppt, anstatt als ganzes Stack rauszuschmeißen. Jetzt kann ich da nichts Platz. Oh, ey, das ist mit den Generatoren, das ist so richtig assi, ne? Jetzt kann ich da nichts platzieren. Deswegen wollten wir auch eins weiter nach da ausbauen. Ich will aber hier, dass hier keiner runterfällt und da unten sind Erze. Hier will ich ja halt was platzieren, das geht aber nicht. Wegen diesem Scheißgenerator. Oh Mann. Ist mir jetzt egal, mach ich das jetzt so. Kann ich jetzt hier eine Wand platzieren? Nein, warum das? Weil mir Palmblätter fehlen. Palmblätter, also doch noch sinnvoll.
Wie gesagt, das ist so wie in Sky. Nichts wird weggeworfen. Weil man irgendwie immer irgendwann alles braucht. Doch, außer Aluminium. Aluminium hast du am Ende. Ja gut, am Ende hast du wirklich immer genug, aber wir sind ja auch hier nicht wirklich am Ende. Hier waren Steine auf jeden Fall und Plaste und die, ich glaube, die Kackmuscheln. Wo kann ich denn den rohen Scheiß hinpacken? Den was? Den rohen Scheiß, also das Raw Essen? Meat. Bei, ja, Dark, ja. Bei Darko oben in die Kiste. Gut, okay. Darko, ich bin hier am Sortieren, verschwinde! Ihr dürft erst auf diese Kisten zugreifen, wenn ich fertig bin. Wow, da ist einer ganz aggressiv. Wenn es um Ordnung geht sowieso. Vor allem um Kistenordnung. Weil ich das nie mag, ist das, wenn du jetzt hier zum Beispiel eine Kiste hast, wo wirklich nur Grünzeug drin ist. Wie die Leaves zum Beispiel. Dass dort dann auch immer Steine drin sind, das mag ich überhaupt nicht. Alter Ordnungsfanatiker, sage ich jetzt einfach mal. Ja, da ist aber auch nicht verkehrt dran. Man kann es halt grobschnittiger sortieren, also sagen, in die Sache kommen alle Rohstoffe, in dies kommt das alles. In eine Kiste mit was, wie vielen? 20 Slots? Ja, dann machen wir halt 3 Kisten davon. Ich habe ja jetzt hier schon die 3 Kisten, wo weitestgehend gut sortiert ist. Und ich denke mal nicht, dass es so schwer ist, Dings zu machen. Ein bisschen Ordnung zu halten. Ja, ich halte ja die Ordnung. Naja, wenn ich mein Zimmer so ansehe, ja, gut. Nein, aber ich weiß, was du meinst. So, jetzt haben wir hier einen Durchgang, um dorthin zu kommen. Dort haben wir. Jetzt muss ich die Kisten hier noch umladen. Leck mich am Arsch, ey. Wie gesagt, dein E-System wäre perfekt. Das gibt's nur leider nicht. Nee. Dago, baut's ein ME. Mit Spucke und Palmblättern, oder wie? Ja. Ist mir egal, wie baut's ne Mö. Richte das an Nico weiter, ich bin nicht der Baufuzzi. Nee. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Baufuzzi. Warte mal, der Baufuzzi bin noch ich, weil ich die ganze Zeit bau. Herstellungsfuzzi daneben. Bin ich auch nicht. Was denn sonst? Ich bin nur der Blöde, der auf euch hört. Nein, aber ernsthaft, was ist deine Aufgabe hier an Bord? Vom Bord springen und mich vom Hai töten lassen. Hai. Und darauf warten, dass jemand dich wieder rettet, oder wie? Ja, wie in der ersten Folge. So. Oh ja, wieder ein bisschen Ordnung hier drin, nice. Läuft. Bett steht auch. Sag dir Bescheid, wann ihr tauchen geht, dann werfe ich einen Kill aus. Ich hab wieder einen. Ach, wir sollen tauchen gehen? Ich dachte, du willst tauchen. Nee, ich geh tauchen. Ja, aber chill doch mal. Ich hab nur gesagt, dass ihr mir Bescheid sagen sollt, wenn ihr tauchen geht. Nicht wann, wie, wo, was. Tau raus. Ah, da kann ich mir deine Kiste hier oben so angucken, ne? Was? Tau raus, Sarko. Los und werf. Ist schon lange. Hä, hey, warum hast du hier oben in deiner Kiste Leaves drinne? Weil Nico die da wahrscheinlich reingeschmissen hat. Ja, ganz bestimmt immer ich. Ja, warum sollte ich sie in meine Kiste reintun? Ich hab hier ja eine Ordnung. Ich hab da keine Leaves rein. Ja gut, so eine Ordnung wie Ike sie jetzt macht, habe ich da nicht drin.
Also Nico, du kannst ins Wasser, der Hai ist beschäftigt. Der ist schon lange im Wasser. Hey, wir standen da jetzt die ganze Zeit mit mir da oben. Ich? Boah, gruselig, ab ins Wasser. wie hätte ich es doch zu wissen können, dass du meine Kistenordnung zerstörst? Was für eine Kistenordnung, da war nix Ordnung, da war alles durcheinander, das war alles schon popö. Ja, aber es sind wenigstens meine Ordnung. Du hast eine andere Ordnung, für mich ist das eine Ordnung. Du hast keine Ordnung. Ja, aber für mich ist das eine Ordnung. Doch, ich hatte klar eine Ordnung zwischen Fleisch, gebratenem Fisch. Nee, das lag alles da drinnen kreuzt da quer. Ja, aber es war eine Kiste mit gebratenem Fisch, eine Kiste mit Obst, eine Kiste mit Setzlingen und eine Kiste mit, was sind der letzten? Rezepte. Trotzdem wie die da drin wiederum geordnet sind, ist ja nicht dein Problem. Na doch, weil ich muss mir da Essen rausnehmen. Ich muss diese dreckige Ordnung dann sehen. Ja und? Ich wette, es dauert nicht mal eine Folge, bis deine normalen Kisten wieder zerstört, dreckig sind. Dann töte ich die Person. Wie denn? Oh, du Scheiße, der Hai ist ja wieder da. Ja, der hat mich schon zweimal angeknabbert. Ja, bei mir wäre es jetzt das. Nein, Hilfe! Kriegt das schon Hilfe. Hin, die Person irgendwie zu töten? Boah, Hilfe. Nee. Was? Eik, wie soll ich bitte an meine Beete kommen? Hä, wieso? Was bete? Na, hier an der Seite durch, du Knallbirne? Als wenn ich da immer langlatschen muss jetzt. Ja? Wieso machst du hier diese scheiß Trennwände hin? Ja, aus dem Menschen. Na, jetzt mal wirklich, wieso? Damit das hier auch mal ein bisschen schön aussieht und hält. Allein, ich kann nicht mehr hier lang gehen. Du kannst ins Wasser springen. Na! Ja. So. Deine Trennwände lasse ich, aber.